Letzten Endes ist diese Geschichte mit dem Status nicht so statisch zu verstehen, wie es die meisten tun. Also es geht nicht darum, dass ich als Chef immer irgendwie den allerhöchsten Status brauche und es geht nicht darum, dass ein Mitarbeiter jetzt immer unbedingt den tiefsten Status haben muss, sondern das ist eine sehr, sehr dynamische Geschichte. Manchmal muss ich als Chef auch durchaus bereit sein, meinen Status ganz bewusst zurückzunehmen, weil nur wenn ich meinen Status zurücknehme, bin ich auch in der Lage, was von Mitarbeitern zu lernen und anzunehmen. Wenn ich den permanent da oben habe, ich kann nichts von jemandem mit niederen Status annehmen, das geht nicht, und umgekehrt genau das Gleiche. Also ich finde, das ist eher eine dynamische Geschichte, was den Status anbetrifft. Wenn jetzt allerdings ein Mitarbeiter permanent versucht, einen hohen Status einzunehmen, dann würde ich mir den Mitarbeiter durchaus beiseite nehmen, weil ich glaube, auch wenn ein Mitarbeiter permanent versucht, den hohen Status einzunehmen, kann er von den anderen Mitarbeitern nichts mehr annehmen. Auch er muss letzten Endes mit dem Status spielen können. Ansonsten würde ich darauf achten, dass klar, es gibt bei Mitarbeitern Statusgefälle, so im Durchschnitt. Ich würde, wenn ich dann irgendwann mal einen Manager suche oder wenn ich jemanden suche, der informelle Leader ist, dann würde ich natürlich den mit dem höheren Status bevorzugen, weil der wird ja von den anderen eh schon akzeptiert. Wenn ich da einen mit dem ganz niedrigen Status nehme, weil der zwar fachlich kompetent ist, aber wenn er von den anderen nicht akzeptiert wird, das wird niemals funktionieren. Also eher ein Ausnutzen des Statusgefälles als ein Gegenankämpfen.